Hi liebe Leute, ich bin's Marc von der Bikeschule Ride First im Online-Coaching Fahrtechnik TV. Heute habe ich ein ganz wichtiges Thema für euch, egal ob mit dem Mountainbike oder mit dem E-Mountainbike, und zwar das Hinterradversetzen, was auch sehr, sehr gefragt ist. Und natürlich geht es dabei auch um enge Kehren im Gelände, weil das ist der Ort, wo du das Hinterradversetzen anwendest. Und genau deshalb, weil man das Hinterradversetzen für enge, steile Kehren übt, gehört es auch dazu, dass wir uns anschauen, welche Fahrtechniken braucht man für dieses Gelände. Ganz wichtig, ob ihr nun das E-Mountainbike, das E-Bike habt, nutzt die absenkbare Stütze, macht den Sattel runter für die steilen Trails mit den Kehren. Und wenn ihr das nicht habt, dann Sattelschnellspanner oder rüstet es nach. Enge und technische Kehren, sowie auch das Hinterradversetzen, sind sehr fortgeschrittene Manöver. Das heißt, wenn man diese praktiziert und übt, hat man schon viel Vorerfahrung. Das kann man zunutze machen und man muss folgende Fahrtechniken im Schlafe beherrschen. Man braucht eine saubere, zentrale Position auf dem Rad. Man muss geschmeidig bremsen. Man muss das Gewicht auf den Füßen haben mit hängenden Fersen, am Lenker locker. Man muss eine gute Blickführung haben. Das sind Dinge, die da unglaublich wichtig sind. Das Gleichgewicht spielt da immer hinein und ihr werdet merken, ohne diese Fahrtechniken oder mit zu viel Baustellen daran, könnt ihr nicht direkt in engen Kehren gehen. Oft spürt man die eigene Haltung, manchmal ist man aber so in seinem eigenen Film, wenn man sich Dinge angewöhnt hat, dass es sinnvoll ist, das Handy zu nehmen und zu gucken, wie steht man auf dem Rad, kann man mit dieser Position auch ins Gelände und auch in die schwierigeren Trails, wo die engen Spitzkehren warten. Steigert euch auch, was die ersten Übungskehren angeht, Schritt für Schritt und dann werdet ihr merken, sofort in richtig miese Kehren zu gehen, würde euch nur zurückwerfen und ihr könnt das Ganze auch vor der Haustür üben, wenn ihr kreativ seid und Stellen findet, wo ihr sehr enge Radien im Hang fahren könnt. Zu den Basics, die ihr braucht für enge Kehren und das Hinterradversetzen, gehört natürlich auch das Material. Es geht sowohl mit einem Mountainbike als auch mit einem E-Mountainbike und auch mit einem Hardtail als auch mit einem Fully. Breiter Lenker, kurzer Vorbau. Da werdet ihr merken, gute Bremsen auf jeden Fall, das hilft sehr und das ist die Voraussetzung. Habt ihr alles gecheckt, könnt ihr weitergehen in die nächste Lektion.